Heute kommen wir zu einem Gaming-Cooling-Pad fürs Notebook. Und soweit ich weiß, könnte das sogar auf 17 Zoll passen. Wir werden aber ein 15 Zoll nur testen können. Ja, hallo und herzlich willkommen auf Darkies Hardware. Hier ist euer Darkie. Schön, dass ihr eingecheckt habt auf meinen Kanal. Und ja, heute testen wir das Teil mal, weil es ist Sommer. Laptops werden bekanntlich heiß. Das sind nicht nur Laptops, das sind unsere Maschinen generell. Und da geht die CPU schon mal in die Temperaturen. Gerade wenn man vielleicht auch noch damit zockt, ist so ein Teil richtig cool. Spreche ich aus Erfahrung. Und man gewährleistet von unten noch die Lüftung. Der ist mit roten Lüftern, ein bisschen RGB. Könnte jetzt die RGB-Mütze aufsetzen. So. Geht nämlich auch. Wir haben allerdings im Falle einer RGB-Falle geht es dann auch. Wo ist er denn? Jetzt starke die RGB-Mütze auf. So. Es werde Licht. Auf jeden Fall. Das Ding hat 0,65 Ampere Leistung, 800 Umdrehungen, 8 plus minus 0 und für Ausmaße sind 140 mal 15, also das sind die Fans, laut Abbildung 4 Stück, Ausmaße 420, 305 mal 30 cm, 850 Gramm und hier steht es auch groß geschrieben, ist für 17 Zoll. Mein lieber Klaus, was für dich? Na? Teuer sind die Teile auch nicht. Ich habe es zum Testen bekommen, das sage ich jetzt nochmal. Wird natürlich wieder Werbung eingeblendet. Fand ich jetzt echt cool. Und dazu zu diesem kleinen Spektakelchen würde ich euch gerne mitnehmen. Wir schauen uns das Ding an. Es hat einen USB-Anschluss und kann natürlich dann über das Laptop betrieben werden. Da muss man nicht extra noch irgendwelche Kabel legen. Gibt es in Blau und Rot. Und wenn ihr Bock habt, nehme ich euch gerne mit. Viel Spaß beim Video. Ab zum Check. So, hat erstmal eine ansprechende Verpackung in Schwarz. Gaming Cooling steht hier hinten, die berühmtermaßen stehen nochmal drauf. Das haben wir jetzt ja bereits besprochen. Und so bekommt ihr das Ding. Hier ist ein USB-Ladekabel dabei. Komplett USB. A, Typ A. So. Was ist hier hinter? Ah, hier ist auch nochmal der Anschlag drin. Der ist hier gepolstert. Cool. Wir haben 4 Lüfter drin. Das finde ich schon mal ganz ansprechend. Können wir das noch hochstellen? Hier können wir es hochstellen. Das heißt, ihr könnt hier nochmal ausklappen, damit ihr ein bisschen Arbeitshöhe bekommt. So. Okay. Wir haben einen USB zum Beladen, Entladen, zum Betrieb. Spaß beiseite. Damit werden wir höchstwahrscheinlich, weil ich glaube, in der Anleitung steht noch was drin, gibt es so was, Eigenschaften. Hier stehen noch mal die Eigenschaften drin, wie man es hochklappt, allgemein Sicherheitsinformationen. Okay. Ich habe mir das Ding besorgt, weil ich ja nun auch öfters hier abends noch mal an meinem Laptop sitze, wenn ich Fernsehen gucke, gucke ich mal YouTube nach oder schreibe dann Kommentare mit meinem Asus. Aber ich denke mal, dass hier also auch locker ein 17 Zoll Platz nehmen kann. Dafür ist es geeignet. Die Fläche ist groß genug. Ich werde mir jetzt mal ein Maßband holen, weil wir das so ungefähr nachmessen müssen. So, ja, da kommen wir mit hin. Wenn ich das jetzt richtig sehe, das ist hier schwer zu sehen. 13 Querschnitt, naja, 130, so also ganz mit 140. Ist auch wirklich, es ist wirklich schwer zu sehen. Also eher 120er Lüfter, 4 Stück. Naja, gut. Na? Wir werden das Ganze jetzt mal hier verplatzen und nehmen uns jetzt das USB-Kabel. Na,
So, was mir noch so aufgefallen ist, da können wir natürlich besser messen. Hier hinten haben wir die Entlüftungsschächte. Dann sind wir bei 120 mm. Vielleicht habe ich mich da auch gerade in den Brief verlesen. Was natürlich noch geht, wie gesagt, das ist die eine Höhenverstellung. Und das Ganze lässt sich nochmal so richtig fett hochstellen. So, bis auf, das sind nochmal ein, zwei Sonderstufen, die wir da in Kauf nehmen, in Anspruch nehmen können. Das mache ich jetzt mal. Und dann drehen wir das Ding mal um. Das ist natürlich klar, dass sich das dann einklappt. Das müssen wir dann schon von hinten machen. Das ist ein bisschen doof gemacht hier, finde ich, aber muss gehen. So, dann haben wir da das eine. Das stellt man sich ja eigentlich auch nur einmal hin, ne? Aber das kommt, rastet dann aber auch, wenn man es hingestellt hat, in die dementsprechende Position ein. So würde das Ganze dann optisch wirken. Ihr habt dadurch auch natürlich Erhöhung. So, und jetzt nehmen wir mal einen Laptop-Platz. Okay. Sollte man natürlich umdrehen. So, dann haben wir natürlich auch hier eine angenehme Arbeitshöhe, wo wir drauf schreiben können. Na, und brauchten hier nicht immer eine Laptop-Ständer, geht natürlich auch. So, jetzt werden wir das Ganze natürlich starten. Des Guten. USB-Kabel zu mir. Und schauen mal, ob das überhaupt so lang genug ist. Das sieht so nach 50 cm aus. Müsste aber allerdings ausreichen. So. Verkabeln das Ganze. Ich nehme einfach irgendeinen Port und starte das Laptop. Das zeige ich euch irgendwann auch nochmal. Also ist ein Ding, was man auch gebraucht kaufen kann. Die Reparatur habt ihr ja gesehen. Lasst das mal in den Sommer vorbeigehen und ich check's ein bisschen. So. Ich reguliere mal. Und schauen jetzt mal die Lüfter an. Ja, vielleicht ist das okay. Ist hier, wir sind ja nicht. Wie ist es mit dem Luftstrom? Also er pustet. Wir können runter regulieren und ganz ausstellen. Da ist ein kleiner Hörer, habt ihr gehört? Das leuchtet für den Betrieb. So, hört selbst, das ist volle Power. Also sehr leise. Wie ist es mit der Bedienbarkeit? Ich muss jetzt so ein bisschen durchgreifen. Also ich finde es klasse. Es ist natürlich schon eine schöne Arbeitshöhe dann auch. Ne? Wir können hier nochmal die Stufen runterstellen. Das mit dem Stufen runterstellen finde ich ein bisschen unkomfortabel. Aber wir sind im Netz. Mit dem Tippen. Das ist angenehm. Das habe ich schon bei vielen ausgetestet. Ja, da gibt es eigentlich nicht mehr viel zu maulen, ne? Also das lässt sich recht gut bedienen. Und wir haben hier halt unsere schöne Ausleuchtung. Ich werde das noch eine Zeit lang austesten. Was mir natürlich gefällt, ist der Anschlag hier. Der lässt sich prima einklappen. Da braucht man nicht so einen großen. Ist gepolstert. Und wir gewährleisten, also wirklich, der Luftstrom ist okay. Bei vier Lüftern. Ich habe ja noch den anderen, da ist die Xbox drauf. Da kann man dann halt auch die Farben, den Klimt, den habt ihr schon mal gesehen. Den kann ich aber euch auch noch mal verlinken, oben im i, wenn ich den wiederfinde, das Video. Tja, da kann man, gibt es nichts zu maulen. Wir kommen dann gleich mal später zu meiner Endrezession. So, da sind wir zurück. RGB-Mütze ist immer noch auf. Naja, von richtig RGB kann man hier nicht reden. Wir haben hier vier Lüfter drin, die recht leise sind. Wir kommen jetzt mal zu meiner Bewertung des Produkts. Wir haben hier vier Lüfter, die sehr leise sind. Stufenlos regulierbar, einfarbig, also nicht so viel mit RGB wie beim Klim. Preistechnisch, ich habe eben gerade nachgenommen, um die 40 € rum, ich schon eine Schlange Geld.
zusätzlicher USB-Anschluss. Damit kann man dann nochmal Maus und Tastatur anschließen. Sicherer Stand, also ist in der Auflage. Und jetzt kommen wir zum Problematischen. Das Verstellen der Höhe, und wenn man das jetzt umpositionieren, klappen die Dinger ein. Das ist jetzt ein bisschen unkomfortabel, muss ich ehrlich sagen. Man muss sich das, wenn man das Laptop jetzt bewegt, ständig neu wieder oder jetzt wegträgt, muss man die Halter wieder neu einstellen. Das ist ein bisschen dumm gelöst, finde ich. Meine Meinung. Unten sind Gummifüße hier unter, dass ihr das Ganze nicht verkratzen könnt. Also so, ne? Gummiauflagen drauf. Die Ablagefläche vorne, dass es nicht wegrutscht, das ist richtig gut gemacht. Das sind so plus minus die Punkte. Und wegen dieses Einklappens müsste ich oder werde ich jetzt hier einen Point abziehen und würde in einer Rezession oder dafür 4 Sterne verpassen von 5. Das ist so meine Meinung. Weil dieses Einklappen ist so ein bisschen doof. Wenn man damit leben kann und das Gerät wirklich hinstellt, ich mach mal die Mütze ab. Es ist zu warm hier. Nur hinstellt und dann nachher wieder zusammenlegt, ist das kein Problem. Trägt man es aber jetzt rüber in den anderen Raum, muss man alles wieder neu justieren. Wir haben 3 Stufen zum Einstellen. So, das sind so die groben Fakten. Na, also, ich packe euch den aber trotzdem in die Videobeschreibung, weil es ist für 17 Zoll geeignet. Den Klim, der ist etwas günstiger. Da steht da meine Xbox drauf. Der ist mir auch ein bisschen angenehmer, wenn ich das noch in Erinnerung habe. Aber ich habe ihn jetzt auch nicht mehr hochgestellt, weil ich da die Xbox drauf habe und die kriege von unten Kühlung. Ach so, und was ich noch erwähnen wollte, wenn ihr sowas macht, gerade im Sommer, ihr könnt bis 10 bis 20% mehr Kühlung. Also das Ding wird also nicht mehr so heiß. Das erfüllt schon seinen Zweck. Das ist amtlich. Ne? Muss da mal ohne laufen lassen. Jetzt bei hohen Temperaturen läuft natürlich, geht ständig der Lüfter an. So kriegt er von unten noch Kühlung. Ja, und kann an der Seite gut die Abwärme abgeben. Das ist immer nicht verkehrt. Das ist immer eine gute Sache. So eine Investition lohnt sich auf jeden Fall immer. Ob es der nun ist oder irgendein anderer, es lohnt sich. Und leise ist er natürlich auch noch oben dran. Wir sind mit 800 Umdrehungen. Wie gesagt, 120er Lüfter, 4 Stück, ist schon heftig. Ich packe euch den in meine Videobeschreibung, falls es jemanden interessieren sollte. Von der Lüftung, von der Beleuchtung sieht man sie meistens sowieso immer nicht viel, ne, weil das Laptop drauf steht. Aber eine gute Zugabe. Preistechnisch okay. Die Dinger sind nicht billig. Wie gesagt, Videobeschreibung, wem es interessiert, der kann gerne diesen Link nutzen, dann supportet den Kanal, muss ich immer wieder sagen. Steht auch in der Videobeschreibung. Da schon mal für Danke. Ihr könnt natürlich woanders auch einkaufen. Es ist euch selbst überlassen. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant, mal ein bisschen in der Sommermonaten mal was anderes, weil das ist jetzt gerade ja eine akute Sache. Wir haben zwar heute schlechtes Wetter, aber es ist, ich meine, warm immer noch draußen und drücken. Und die Geräte werden heiß. Egal, ob also Laptop oder Mobil oder Festrechner. Wenn es das denn gewesen war, bitte Abo dalassen, Daumen in nördlich Richtung, da schon mal für Danke. Ja, nächste Video am Start. Für die Abonnenten bitte nicht die Glocke vergessen, damit ihr nichts verpasst. Na? Und zum Ablauf, es werden jetzt immer locker 4 Videos rausgekloppt. Also, was so Technik. Das hier ist ein Technikkanal und kein reiner PC. Ich will es immer wieder sagen, Spektrum ist sehr groß. Was auch in den Computerbereich zum Beispiel Teile wie Rucksäcke und so dazugehört oder Haushaltswaren und. Das muss ich nochmal erwähnen, damit es nicht wieder Rumgemaule gibt. Das ist so, wie es ist. Kein reiner PC-Kanal. So, das war nochmal mein Statement dazu und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wie gesagt, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und wir sehen uns wieder bis zum nächsten Check. Bye, bye, macht's gut.